So, Flux den Step 2 nach Step 3 kopiert und weiter geht's. Ja, und ein Hinweis in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr es im Hintergrund hört. Leute, was soll ich machen? Ich bin beim Kunden im Projekt in München und ich hock da mit meinem Wohnwagen auf einem Campingplatz, weil ich keinen Bock habe auf Zweitwohnung und weil ich Camping liebe. Und jetzt mache ich eben die Videos und jetzt regnet's und dann prasselt's aufs Dach. Okay, kann sein, dass jetzt feine, zarte Hintergrundgeräusche dabei sind. Ich bemühe mich, lauter zu sprechen und die Hintergrundgeräusche mehr auszufiltern. Und außerdem sollt ihr nicht auf den Regen hören, sondern auf das, was ich sage. Und das macht uns hoffentlich immer noch Spaß. Und wir sind jetzt hier dabei bei dem dritten Teil Konstante und Variable, nachdem wir uns ja mit den Typen schon mal ein bisschen beschäftigt haben. Ja, so, aber wozu hatten wir denn da diese verschiedenen Möglichkeiten von Int? Erinnert ihr euch noch daran? Wenn ich hier Int sage, dann kam sowas wie Int, Int 8, Int 16, Int 32. Nehmen wir doch mal Int 8 und unser Programm läuft noch. Ja, was heißt das? Der Typ Int 8 ist ein 8-Bit-Integer. Aha, ein 8-Bit-Integer. Heißt das dann, dass wir vielleicht für so einen Int-8-Typ irgendeinen bestimmten Maximalwert hätten? Jo, der ist tatsächlich 127. Haben wir auch einen Minimalwert? Hui, schnell vor dem Nieser die Pausentaste erwischt. So, also Min, haben wir auch einen Minimalwert? Aha, minus 128. Naja, das ist eben das, was ich mit 8-Bit darstellen kann. Den Wert von 0 bis plus 127 oder auch von 0 bis minus 128. So ist das nun mal, wenn wir nur 8-Bit haben. Ja, heißt das, dass wenn wir mehr Bit haben, wir mehr Werte haben? Wollen wir doch mal gucken, so ein Int 16 oder so ein Int 32. Und ihr seht schon, aha, ja, da wird's doch so langsam spannend. Da lassen sich doch schon Werte mit darstellen. Wollte doch gerade sagen, ja. Oder bei 64 könnte es noch anders aussehen. Und dann sehen wir schon relativ große Zahlen, die wir mit 64 Bit darstellen können. Und dann lasst uns doch noch das Rätsel lösen. Was ist denn dann so ein Int Max und Min, wenn wir also gar keinen Typ angeben? Und dann sehen wir jetzt ziemlich genau, wenn wir sagen, Zahl A wäre eine Variable vom Typ Int, dann ist das eigentlich ein Int 64. Ja, und mit iOS 11 ist ja der Schritt dann auch komplett. Dann sind wir auf 64-Bit und in der Tat hatte das Auswirkungen auf unsere Standardgröße des Integers. Der war nämlich früher noch 32-Bit, nun ist er 64-Bit. Da können wir also schon einiges hinterlegen. Also das hier zu diesen Werten. Und dann ist es natürlich so, es gibt nicht nur den Integer, sondern es gibt auch den Unsigned Integer, also den vorzeichenlosen Integer. Und den wollen wir uns dann auch anschauen. Ein UInt hat auch einen Maxwert, beziehungsweise ein UInt 8 hätte einen Maxwert, nur dass ihr ihn seht. Und das wäre jetzt der 255. Das heißt, wenn ich mit 8-Bit mich nicht um ein mögliches Vorzeichen kümmern muss, weil der Wert positiv oder negativ sein kann, sondern wenn ich weiß, dass ich nur positive Zahlen brauche, dann kann ich einen unsigned Int, einen vorzeichenlosen Integer machen. Und dementsprechend hat ein unsigned Int 8, also mit 8-Bit, eben den Maximalwert von 255. Hat der auch einen Minimalwert? Weiß ich gar nicht. Es gab mal eine Swift-Version, da wurde der nicht ausgegeben. Eigentlich wäre er 0. Und genau das steht jetzt hier auch. Also minimal ist von einem vorzeichenlosen Int eben immer 0 und maximal dann eben ein größerer Wert als bei einem, der auch negativ sein kann. Und das ist natürlich genau der Punkt, wenn wir nicht auf dieses Vorzeichen
Bit achten müssen, sondern das noch mit in unsere Werte hineinnehmen können, dann haben wir eben diesen Bereich. Ja, aber so theoretisch müssen wir ja heute fast nicht mehr sein. Leute, vor 30 Jahren war das anders. Wenn ihr heute Mikrocontroller programmiert, Arduino und Co., dann ist das durchaus nochmal ein Thema, über Bits nachzudenken, über Vorzeichen nachzudenken. Aber ja, so als iPhone-Entwickler eigentlich nicht mehr ganz so wichtig. Ja, stört mich jetzt selber, dass es hier kompiliert, müsste eigentlich so geschrieben werden. Ne? Groß-Kleinschreibung ist nämlich wichtig. Also, dann haben wir hier mal wieder ein Video abgeschlossen. Wir haben uns den Typ Int vorgenommen und die einzelnen Variationen mal mit Max- und Min-Wert. Und wir haben geklärt, dass der Int heutzutage auf der Apple-Welt 64-Bit ist. Und das ist doch ziemlich sexy, oder?